Geht Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei How to Bitcoin. Ja, in dieser Folge will ich euch ein neues Projekt vorstellen. Hier geht es ein bisschen um Festplatten, Festplatten-Mining und dass ihr natürlich relativ viel Geld verdienen könntet, wenn das Projekt richtig durchstartet. Welches Projekt das ist, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Coin geht, beziehungsweise um welches Projekt. Es nennt sich SC Prime, wie ihr hier sehen könnt, wenn auf CoinMarketCap. SC Prime hier relativ unbekannt, auch mit einem relativ hohen Hang mit 451. Aber hat auch schon ein ordentliches Volumen jetzt mittlerweile hingelegt. Und es ist jetzt auch in den letzten ja, Monaten, seit Oktober letztendlich hier, auch hier ganz gut gestiegen, kann man sagen. Ja, was ist SC Prime letztendlich? Ist erstmal vom Coin her eine Fork vom Sia Coin. Sia Coin ein bisschen bekannter, ist jetzt unter den Top 120 der Coins. Konnte man früher auch meinen, bevor ja letztendlich die ASICs überhand genommen haben und dann quasi mit diesem Blake-to-B-Algorithmus hier nur noch mit ASICs meinbar waren. Also hier eigentlich ein Proof of Work Coin wird sich aber ändern. Das heißt, wir gehen hier nicht mehr auf Proof of Work ein, sondern wir haben dann so eine Art, ja, wie eine Art Festplatten-Mining, aber auch nicht in dem Sinne, das erkläre ich dann auch nochmal, sondern eher im Sinne von Smart Contracts mit Firmen. Das erkläre ich, wie gesagt, alles gleich, aber in diese Richtung geht es. Ja, was ist das für ein Projekt? Letztendlich ähnlich wie ja beispielsweise Filecoin oder Store.js. Es geht darum, dass man hier günstigen Festplattenspeicher in der Cloud anbieten will, allerdings nicht in großen Datenzentren, wie es zum Beispiel heute gemacht wird, sondern auch für diesen privaten Anwender. Und der Privatanwender soll dafür vergütet werden. Ja, das ist so diese Idee. Ihr müsst dann natürlich im Gegenzug eine eure Festplatte zur Verfügung stellen oder mehrere und diese dann natürlich auch sehr lange laufen lassen, also fast 24/7, und ihr kriegt dann im ja, dafür einen Reward in Form von diesen Coins, die hier da sind. Das ist so dieses grobe Projekt, um das es geht. Ist es nichts Neues, wie gesagt, auch relativ noch unbekannt mit 451, aber man kann hier zumindest nach den aktuellen Kalkulationen ganz gut Geld verdienen, je nachdem natürlich auch, wie der Coin dann letztendlich aufgestellt ist. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wie bin ich auf diese Zahl überhaupt gekommen? Das zeige ich euch jetzt gleich. Hier nochmal ein bisschen was zum Projekt selbst. Hier seht ihr das nochmal. SC Prime nennt sich das letztendlich. Hier seht ihr auch die Netzwerkkapazität und ja, die letztendlich Benutzung. Also, das ist eine große Diskrepanz. Können wir dann schon sehen. Da können wir das dann auch gleich nochmal ausrechnen, wie das ist. Aber das ist auch hier gerade auch so: diese Benutzung des Netzwerks ist noch in Beta-Phase, beziehungsweise in der Testphase. Und der offizielle Launch ist erst am 18.01., also erst in ein paar Tagen. Und bis dahin, wenn ihr das Video ja vielleicht ein bisschen später angeguckt habt, kann sich das vielleicht noch mal ein bisschen ändern. Aber hier, wir wollen natürlich auch darüber reden, wie kann man letztendlich hier Geld damit verdienen. Das zeige ich euch erstmal hier. Hier ist dieser XA-Miner, in dem Sinne, wie gesagt, kein Miner, denn er stellt letztendlich hier nur Festplattenkapazität zur Verfügung und ihr kriegt quasi einen, ja, Reward, eine Belohnung dafür, dass ihr halt Daten auf eurem Miner in dem Sinne dann zur Verfügung stellt, als Entlohnung dafür, dass dann andere Firmen beispielsweise hier die Daten bei euch sichern können. Und es soll halt auch wettbewerbsfähig sein, weswegen hier dann auch der Cloud-Speicher, den ihr dann zur Verfügung stellt, auch günstiger angeboten wird. Ja. Zur Kalkulation kommen wir dann hier nochmal. Ich zeige euch nochmal kurz, was dieser XA-Miner kann. Ist relativ stromsparend, also gut für uns, weil wir die höchsten Stromkosten auf der Welt haben. Hat relativ gute Festplatten mit drin, also die Exo-Serie oder die VDRED-Serie. Sollte euch bekannt sein für NAS. Ja, also es ist wie ein quasi NAS-System, kann man letztendlich sagen. Genau, und damit könnte man in dem Sinn dann meinen. Ja, das in Anführungszeichen. Das zeige ich euch hier nochmal. Wie funktioniert das Ganze? Hier ist es über sogenannte Incentives gelöst. Heißt also, ihr könnt euren Festplattenspeicher anbieten ja, für eine bestimmte Zeit erstmal. Das ist relativ wichtig zu wissen, für eine bestimmte Zeit. Und ihr könnt auch den Preis selber erstmal festlegen. Und dann werdet ihr einen bestimmten Vertrag abschließen mit einer anderen Firma, einem Firmenkunden höchstwahrscheinlich, über eine bestimmte Zeit, und für diese Zeit müsst ihr Zugriff lassen auf eure Festplatten und werdet dann, wie gesagt, dafür entlohnt, und danach geht das Ganze von neuem los. Und das funktioniert dann über dieses Smart Contract, deswegen gibt es dieses SC Prime. Das ist die Überlegung dahinter. Diese wird alles auf der Blockchain hinterlegt, dieser Contract,
und dann werdet ihr, wie gesagt, dafür entlohnt. Ja, wie komme ich jetzt letztendlich auf diese, auf diese Zahl, die ich euch genannt habe? Ja, und dann letztendlich zeige ich euch das mal. Wir haben hier diese SC-Miner, wenn wir auf Buy Now klicken, seht ihr hier 1.500 und 3.500 für 64 Terabyte. Also relativ teuer, ja, für einen Miner, aber noch im Bereich des Möglichen. Ja, man muss ja auch bedenken, hier ist dann hochwertige Hardware drin, hier ist dann alles schon optimiert und ihr müsst in dem Sinne nicht mehr so viel selber machen. Ja. Ich komme dann auch noch gleich dazu, ihr könntet sowas auch selber bauen, auch für einen Bruchteil des Preises. Aber wir wollen das ja alles nacheinander abarbeiten und zeige euch das jetzt erstmal hier mit diesem XA-Miner. Also wenn wir dann auch hier draufklicken, wir machen mal diese 4x4 zum Beispiel, steht dann hier erstmal auch out of stock, könnt ihr wie dieser Waitliste auch erst joinen. Aber wenn wir uns das mit diesen 64 Terabyte angucken, ne, also hier 3.500 Dollar würde das kosten, also relativ teuer, könntet ihr das hier eingeben und das ist hier dieses XA Miner Stats. Links sind dann auch unten erstmal in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das selber nochmal nachrechnen. Alles hypothetisch jetzt, na, ist wie gesagt ein Testnet sehr früh alles, aber so konnte man auch die Zahlen, die ich im Titel des Videos genannt habe. Hier, man hat 64 Storage, wir gehen davon aus, dass auch alles genutzt wird, ja, sehr unwahrscheinlich, kann ich euch gleich sagen, aber das, so bin ich auf diese Zahlen gekommen und wir haben hier einen Preis angenommen für pro Terabyte pro Monat von 10 SCP. Wie ihr am Anfang gesehen habt, ja, 10 SCP sind ungefähr 2,05 $, ja. Und dann würde laut diesem Kalkulator, ja, würden wir hier verdienen 8.640 SCP pro Monat, ja. Jetzt gucken wir das uns da mal an. Wenn wir das 8.640 mal eingeben, sind wir bei 17.713 Euro pro Monat, ja, mit diesem Teil. Da bin ich letztendlich so auf diese, ja, auf diesen Wert gekommen. Man muss aber viele Dinge hier bedenken. Zum einen natürlich, ihr werdet natürlich nie oder relativ unwahrscheinlich hier immer alles ausnutzen können. Wenn wir die Hälfte eingeben, sind natürlich auch eure Beträge zum Beispiel helfen. Wenn wir uns aber sagen, okay, das Netzwerk ist jetzt jung, das habt ihr zum Beispiel jetzt nur 7 Terabyte, ja, die ihr nutzen könnt, dann ist natürlich hier, habt ihr einen geringeren Verdienst von jetzt hier, wenn wir das immer grob mal so einnehmen, von knapp 1.900 Dollar pro Monat bzw. Euro pro Monat. Ne? Auch ist es hier noch schwankend, ihr könnt vielleicht nicht zu jeder Zeit hier für jedes Terabyte 10 SCP nehmen, sondern zum Beispiel auch nur 5. Ja? Habt ihr dann hier sogar noch mal ein bisschen weniger. Ne? Das schwankt alles und deswegen kann man hier, ja, es sind sehr, einfach sehr viele Variablen dabei, wodurch man hier einfach ein bisschen spielen muss. Ne? Und wie gesagt, ich würde euch eh nicht raten, hier irgendwas zu investieren. Man muss erstmal diesen Soft Launch abwarten. In 2 Tagen ist der, wie gesagt, und dann kann man erstmal gucken, hier wird der Preis fallen oder steigen, wie wird das Netzwerk erstmal genutzt und da muss man erstmal schauen. Ja, ist wie gesagt nur eine Vorstellung des Projektes hier und will euch das einfach hier ein bisschen näher bringen. Dann habt ihr noch, was relativ wichtig ist, einen sogenannten Collateral. Ja, ihr kennt das vielleicht, diesen Film Collateral Damage. Es geht letztendlich darum, ihr schließt ja einen Vertrag ab für eine bestimmte Zeit. Ja, also ich habe hier einen Contract 3 Monate zum Beispiel, wo es ein Firmenkunde braucht oder halt hier auch mal 6 Monate. Und abhängig davon müsst ihr ein sogenanntes Collateral auch in diesen Smart Contract einzahlen. Ne? Und das wäre in diesem Fall zum Beispiel 210 SCP, also ihr müsst selber 210 SCP einzahlen, also knapp 420 Euro. Für den Fall, dass ihr eurerseits Vertragsverletzungen begeht, beziehungsweise euch nicht an den Rahmen hält, den dieser Smart Contract vorsieht. Ja, was könnte das zum Beispiel sein? Ich habe es noch nicht gefunden. Was ich allerdings vermute, ist jetzt einfach, dass ihr beispielsweise halt offline seid. Ne? Das wäre, glaube ich, dieser größte Vertragsbruch, wo man dann sagen kann, okay, hier, der Firmenkunde kann nicht auf die Festplatte von euch zugreifen, weil ihr gerade offline seid, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen würde dieses Collateral dann auch einbehalten werden. Also ihr habt ja auch in dem Sinne ein Risiko von eurem Eigenkapital, was ihr mit in den Smart Contract einbringt, weil ihr ja Vertragsbruch begangen habt. Aber wenn ihr das natürlich eine Uptime habt von, sage ich mal, 99%, dann kriegt ihr natürlich nach diesen 3 Monaten euren Collateral wieder und habt in der Zeit dann auch in dem Falle jetzt diese 910 SCP pro Monat verdient. Ja, so viel zur Übersicht. Erstmal zu dem Projekt selbst und jetzt möchte ich halt noch mal darauf aufmerksam machen, auf die Möglichkeit einfach
hier so ein Ding auch selber zu bauen. Das ist auch möglich mit einem Raspberry Pi 4, ja, so wie es auch anfangs beispielsweise möglich war bei Helium Mining, wo man auch mit dem Raspberry Pi selber so ein Ding zusammenstellen kann, dass sich eine schöne, ja, Antenne dran macht und dann mit einem Raspberry Pi Helium gemeint hat. War am Anfang möglich vor 9 Monaten, nein, mehr als ein Jahr, aber 13, 14 Monaten auf jeden Fall war es noch möglich. Hier weiß ich natürlich nicht, ob vielleicht nicht auch hier Blockchain bzw. die Betreiber der Blockchain oder die Entwickler hier sagen, okay, das möchten wir auch nicht, auch das blockieren wir und wir wollen das hier nur mit bestimmten Manufacturern machen, also bestimmten Herstellern, die dann nur für dieses Projekt produzieren. Ja, so viel zur Vorstellung von dem XM-Miner. Wie gesagt, ihr könnt es selber machen zu einem Bruchteil des Preises. Da geht es ab grob 300 Euro los, je nachdem, was ihr auch für Festplatten haben möchtet. Ja, und das soll es auch erstmal gewesen sein zu dem Projekt. Hier gibt es noch einen Starting Guide, weiß nicht, warum ich den reingebracht habe. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu diesem Projekt denkt. Würdet ihr investieren? Was haltet ihr davon? Findet ihr solche Projekte interessant? Lasst mich bitte wissen in den Kommentaren. Und ja, Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. Ich gebe zurück. Bis gleich. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über das Mining erfahren wollt, geht auf meine Website oder guckt unten mal den Link zu einem Telegram-Channel, den habe ich auch. Da gibt es auch mehr Fragen und Antworten für eure Projekte, die euch interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin.